Ich glaube, meine Illustrationen leben vor allem von den Figuren. Die haben meistens lange, dünne Beine. Und dort haben sie am meisten Gleichgewicht. Also, wenn ich an einem Projekt arbeite, wo ich ab und zu für mich selber schmunzeln muss, weil ich es gerade lustig finde, dann habe ich irgendwie das Gefühl, dass ich etwas Ehrliches mache. Ich selber finde Illustrationen spannend, die auf verschiedenen Ebenen irgendwo alle faszinieren können. Also, es ist mehr Geschmackssache, glaube ich. Und das Kind kann einen Geschmack haben, der nicht Pink und Prinzessin oder Blau und Pirat ist. Ich freue mich sehr, irgendwie, um auf Bologna zu gehen. Um ganz viele verschiedene Leute kennenzulernen und nicht einmal nur irgendwie unbedingt mit einem Bilderbuch dort rauszukommen. Das ist wie, das wäre mega schön natürlich, aber ich lasse mich überraschen, auch irgendwie auf was kommt.